herzlich willkommen bei der Bastaun-Tour 2012 hier in München. Mein Name ist Corinna Kern, ich bin Redakteurin des Windows Developer Magazins und bei mir ist jetzt Dr. Holger Schwichtenberg von www.itvisions.de. Holger, ich habe erstmal eine persönliche Frage an dich. Du bist ja auch bekannt als der .NET-Doktor und mich würde mal interessieren, wie du zu diesem Titel gekommen bist. Den haben mir ehrlich gesagt mal einige Kollegen verliehen. Bin natürlich .NET-Experte und durch meinen Doktortitel, den ich tatsächlich an der Uni erworben habe, ohne Plagiat, muss man natürlich dazu sagen heutzutage, wenn man einen Doktortitel hat, ist irgendwann mal in so einer Laune das mit dem .NET-Doktor entstanden und das habe ich jetzt als Markenzeichen dann wirklich etabliert in den letzten Jahren. Hier bei der Bastaun-Tour stellst du die Neuerungen von .NET 4.5 vor. Kannst du uns ein paar Highlights verraten? Das absolute Highlight in .NET 4.5 ist sicherlich das Thema asynchrones Programmieren mit Async und Await, den neuen Schlüsselwörtern in C# und Visual Basic. Darüber hinaus gibt es halt ganz viele Verbesserungen quer durch die Klassenbibliothek und ASP.NET hat eine Menge Neuerungen bekommen, WPF, das war jetzt ein richtiger freudscher Versprecher, WPF hat eine Menge Neuerungen bekommen. Da kann man jetzt dann nicht mehr so richtig von Highlights sprechen. Das ist alles so recht auf einer Ebene außerhalb dieses Themas asynchrones Programmieren. Genau, also du hast es schon gesagt, asynchrone Programmierung ist wesentlich nochmal vereinfacht worden. Kannst du uns das nochmal ein bisschen verdeutlichen am Werdegang der asynchronen Programmierung in .NET? Ganz zu Beginn in .NET 1.0, da hatte man Delegates, die man dann mit Begin und End Invoke asynchron aufrufen konnte und dadurch eben erreichen konnte, dass der aktuelle Thread nicht blockiert wird beim Aufruf einer lang andauernden Operation. Später dann in .NET 2.0 hat man verschiedene Möglichkeiten implementiert. Da gab es dann Methoden, die auf den Namen Async endeten und die dann ein Event feuerten, wenn eben die Aktion fertig war, also zum Beispiel ein Datenbankzugriff oder der Abruf von einer Website. Und jetzt ist es eben so, dass man grundsätzlich in der .NET-Klassenbibliothek eben ein allgemeines Pattern etabliert hat. Auch dort enden jetzt wieder Methoden auf den Namen Async und ich kann eben durch dieses neue Schlüsselwort Await die aufrufen und bekomme dann jetzt nicht irgendwie ein Event oder braucht dann irgendein Delegate, sondern die Kontrolle wird dann wieder zurückgegeben an den Punkt vor diesem Schlüsselwort Await, sodass ich dann den Code, der asynchron aufgerufen wird und den Code, der danach folgt, zusammenhängend in meinem Programmcode stehen habe. Also ich habe nicht mehr diese Zerstückelung wie zuvor. Mhm. Es gibt ja jetzt auch das .NET Profile für Windows 8. Persönliche Einschätzung, was hältst du davon? Nutzt du es? Wirst du es nutzen? Das ist ein ganz spannendes Thema. Da habe ich mich ja auch schon im Windows Developer Magazin mal kritisch zu geäußert, weil in diesem Windows 8 Profile für .NET eben einige Änderungen drin sind gegenüber dem normalen .NET Framework, die eben dazu führen, dass ich nicht so einfach Programmcode jetzt portieren kann zwischen .NET und diesem .NET Profile für Windows 8. Ich sehe das im Moment so, dass aber auch das Interesse im Markt an der App-Programmierung jetzt nicht so hoch ist. Ich hatte verschiedene Veranstaltungen so in den letzten Monaten mit ungefähr 500 Teilnehmern und habe immer wieder gefragt, wer würde denn jetzt demnächst, innerhalb der nächsten 2 Jahre, eine App programmieren? Und das waren sehr, sehr wenige. Also ich würde mal so sagen, 10 bis 15 Leute von 500, die sich da gemeldet haben und die gesagt haben, ja, sie können sich momentan vorstellen, eine App eben zu programmieren und dafür würde man dieses Profile ja eben einsetzen. Das kann sich vielleicht jetzt, wo die Geräte auf dem Markt sind, dann ein wenig ändern, aber insgesamt finde ich, ist das Interesse eben noch sehr verhalten und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, weil diese ganzen Apps natürlich sehr konsumentenorientiert sind und die Mehrzahl derjenigen, die eben mit .NET bisher programmiert haben, natürlich Geschäftsprozessanwendungen schreiben und von diesem Konsumentenmarkt recht weit entfernt sind. Ja, vielen Dank, Holger, für deine Einschätzung zu .NET 4.5 und wir verabschieden uns von der Bastaun-Tour 2012.